Okay, anscheinend. Bevor alle Leute wieder wegklicken, geht es hier nämlich doch um richtiges FNAF. Ich bin mir nicht genau sicher, inwiefern sich das alles auseinanderentwickeln würde, was hier passieren würde. Aber es soll als Handygame-mäßig anfangen, dann zu einem richtigen FNAF werden. Vielleicht wurde ich auch nur getrollt und das Spiel ist shit. Wir springen rein, probieren es einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was wir zu erwarten haben. Was wir zu erwarten haben. Wunderschönes Deutsch hier mal wieder bei Corrupted TV. Alles klar, wir können eine Pizza designen. Ich mache einfach alles drauf. Wunderschöne Pizza. Wir haben die erste Nacht in dem neuen FNAF geschafft. Ich bin sehr stolz darauf. Das haben wir toll gemacht. Okay, ich weiß nicht genau, was kann ich. Ich muss Pizza auf die werfen. Alles ist dumm. Okay, einmal Pizza werfen, zweimal Pizza werfen, dreimal Pizza werfen. Ich weiß nicht, wie oft ich die abwerfen muss. Okay, der ist tot. Der ist fertig gefressen. Ich muss sie einfach füttern. Okay, ich weiß nicht, ob sie Nächte gibt oder so. Wir spielen einfach mal ein bisschen. Hallo. Willst du was abhalten? Okay, an die kann ich nichts vorbeiwerfen, oder? Kann ich an die vorbeiwerfen? Ich gehe mal ganz oben hin. Ich kann nicht an die vorbeiwerfen, oder? Aber doch? Doch, so ein bisschen. Okay. Runde 4. What? Wow, okay. Was geht hier ab? Was passiert hier? Okay, das ist cool. Okay. Es geht los. Hi. Okay, ich muss hier Fragen beantworten. Okay, Fragen beantworten. Begin Tape. Leaving dead space 3, 2, 1. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. All right. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Ich soll aufzeichnen, wie lange er braucht, um zu reagieren. 3, 2, 1. Okay. Document results. Reagiert nicht. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Also, das ist creepy. Okay. Ich muss mal aufzeichnen, ob was auch immer das Ding hier ist, reagiert, wenn ich. Okay. Audio prompt in 3, 2, 1. Ich weiß nicht, irgendwann, wenn ich hochgucken werde, wird das Ding mich einfach komplett jumpscaren. Und das ist nicht so schön. Hallo? Document results. Das Ding sieht saugruselig aus, Mann. 2, 1. Wow! It's a new day. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. All right. You've saved money your whole life. Great. Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. That's right. Restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Ooh. Sure, it's a lot of money to invest. Okay, es geht mittlerweile darum. And that means it's safe. Es geht darum, dass wir ein eigenes Restaurant aufmachen. Ein eigenes Freddy Fazbear Restaurant. A small room, some tables and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics and much, much more.
Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee, such as atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Wir brauchen eine wunderschöne Atmosphäre, alles klar. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin-operated games and attractions can generate additional revenue during the day, which means more money in your pocket, ready for reinvestment. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it. And that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased Klar. With that steeply discounted price tag. Die ganze Zeit, wenn man billige Animatronics kauft, immer Geister drin. If there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. This concludes the amount of help we are legally obligated to provide. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Ach du Scheiße. Okay, die Story ist cool. Fazbear Entertainment is not responsible for disappearance, death or dismemberment. Okay, wir haben unser eigenes FNAF-Restaurant aufgemacht. Okay, jetzt können wir die Sachen kaufen. Okay, es ist anscheinend immer abwechselnd Simulation. Items kaufen und Items rumziehen. Okay. Ich schätze mal, es ist immer abwechselnd eine normale FNAF-Nacht. Tag 1. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great. Wow, that should be more Dollar. Than enough. Ja, now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Okay. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. Jesus Christ, when you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between Catalog Mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Okay. Give it a try and do some shopping. Wir müssen wunderschöne Sachen hier designen. Wir nehmen erstmal Balloon Berry, weil das sieht sehr schön aus. Das platziere ich jetzt hier. Oh Gott, was ist das zur Hölle? Geht hier ab, Mann. Was zur Hölle geht hier ab? Sieht das kacke aus. Sponsorship Offer. First Time Pop Soda. Ich krieg $250, wenn die uns sponsoren. Ich würde sagen, das werden wir sowas von machen. Wir haben direkt 52 direkt drauf geballert. Wunderschön. Wunderschön. Mehr brauche ich gar nicht. So, was kann ich jetzt hier hin machen? Wie mache ich das? Catalog. Okay. Nehme ich einmal einen Balloon Barrel. Item Condition. Very good. Very good. Okay, ich kann die Sachen nur einmal kaufen, oder? Ja, ich kann die Sachen nur einmal kaufen. Okay. Kaufen wir. Oh, ist wunderschön. Sieht echt wunderschön aus. Nehmen wir die mal mit. Wundervoll. Also die upgradete Version davon. Ah, okay. Double Stage. Nehmen wir den Double Stage. Nehmen wir den Double Stage. Wundervoll. Jetzt werden wir ein paar Sachen platzieren. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber wir werden es einfach machen. Wir werden einfach wundervoll. Oh. Oh. Es gefällt mir aber. Kann ich die Sachen draufstellen? Nein. Kann ich hier Sachen drauf? Ah. Das ist Take One. Fast Rating. Wundervoll. Add Coin Slot. Wie soll ich denn da einen Coinslot drauf machen? Was wollen die da Geld reinwerfen aus Playtest? Ich bin komplett verwirrt, Mann. Was mache ich? Ich habe gewonnen. Okay, das komplette Spiel davon ist einfach, dass man einen Ballon nimmt. Alles klar, ich hab's verstanden. Kann ich hier machen. Ein Bällebad. Wundervoll. Wie soll ich denn... Okay. Das ist dumm. Man kann jetzt Geld in das Ding reinwerfen, um dafür zu bezahlen. Man kann das Geld einfach in die Bälle bauen. Okay, alles klar. Safety Straps. Jetzt ein bisschen sicherer geworden. Minus 1 Risiko. Okay, es gibt also einen Risikofaktor, der wahrscheinlich bedeutet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Kids hier sterben. Das ist gut. Das werden wir brauchen. Okay, ich kann sonst nichts machen, oder? Erstmal. Nee. Ich habe noch $40. Ich würde sagen, wir spielen einmal das Ding hier. Wir spielen einmal ein Bällebad. Oh Gott, wie soll das denn klappen? Also, klappt. Great!
Ah, scheiße. Okay. Das ist so dumm. Ich muss einfach die ganze Zeit nur auswählen, dass der reinspringt. Also gar nicht so leicht. Oh. Bin ich gestorben? Ich habe keine Ahnung, ob das hier irgendwas bringt. Ich springe einfach die ganze Zeit wieder da rein. Auf, tot. Dieses scheiß Geräusch, Alter. Knochen gebrochen, tot, das war's. Wundervoll. Unser Fast Ranking ist über. Oh. Ah, wir haben direkt 100 Dollar mehr bekommen, also unser Fast Ranking so hochgegangen. Ist super schön. Dann mache ich das Ding vielleicht ein bisschen sauber. Plus 1 Atmosphäre. Wunderschön. Ich bin so stolz auf mein wunderschönes Restaurant hier. Okay, kann ich irgendwas Neues kaufen? Ich meine, ich habe alles aus dem alten Ding gekauft. Nee, doch nicht. Nur noch ein paar neue Sachen. Das sind Animatronics, Alter. Das sind fucking Animatronics. Das sind die Animatronics, die ich mir leisten kann. Wow. Die sind gut. Oh, Pepper Pals. Die will ich haben. Die will ich haben, Mensch. Okay, will ich den haben und den hier. Das sind meine beiden Lieblings-Animatronics. Der vielleicht auch. Okay. Wie platziere ich die jetzt? Genau so. Alles klar, wir haben zwei Animatronics. Das ist so unglaublich doof. Was ist denn hier draußen? Kann ich irgendwas machen? Da kann ich nichts hin machen. Aber was für ein Paper Pals? Ach, die sind in der Sand. Ah, in der Sand, in der Wand. Alles klar, wir haben unser wunderschönes Restaurant schon mal fertiggestellt. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal, was in der Nacht passieren wird. Vielleicht? Vielleicht ja auch nicht. Your restaurant is now officially open. Awesome. That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have three tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Okay. Okay, ich kann die Sachen rumschalten. Ah, das ist weird. Okay, Moment. Kann ich irgendwas kaufen? Ich bin gerade sau verwirrt, Mann. Ich bin übertrieben verwirrt. Okay, ich kann mit die Ventilation ausmachen. Dann geht aber meine Temperatur direkt hoch. Was nicht gut ist. Das heißt, ich muss irgendwann wieder anschalten, damit ich wieder runterkühle. Sonst werde ich wahrscheinlich einfach sterben. Ich habe Silent Ventilation aktiv. Ich weiß nicht, ob irgendwas leiser macht. Ich mache mal mein Auto-Cue hin. Ich bin sau verwirrt, Mann. Okay. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie lange überleben muss oder was meine scheiß Aufgabe hier drin ist. Okay, order supplies. Ach, ich muss alle von den Dingern durchlaufen lassen. You can skip this ad in free time. Oh, fuck. Oh. Weil ich mich sponsoren hab lassen. Ah, ich raff's. Ich habe mich sponsoren lassen von der Scheiße, muss ich ab und zu werben und gucken. Dafür hatte ich wahrscheinlich mehr Geld am Anfang, aber ist halt nicht unbedingt gut. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwas anderes machen muss, außer einfach zur Seite zu gucken. Ich weiß nicht genau. Ist hier ein Gegner? Ich meine, warum sollte hier überhaupt ein Gegner sein? So tagsüber, oder? Oder ist abends gerade? Ich habe gar nicht genau. Ich kann halt draufklicken und währenddessen auf die Seiten gucken. Das ist irgendwie. Ist das schlimm? Ich mach mal Motion Detection. Vielleicht kann ich in der ersten Nacht auch gar nicht sterben. Wenn es hier die erste Nacht ist, ich weiß nicht genau. I don't know. Okay, ich gehe mal stark davon aus, ich darf nicht über 100 Grad steigen oder sowas. Also 100
Grad Fahrenheit würde es wahrscheinlich sein. Ich glaube nicht, dass es gerade Celsius sind, weil es ist ein ziemlich fucking warmer Raum mit durchgehend 60 Grad. Nicht unbedingt der schönste Raum. Oh, nee. Okay, print posters. Alright. Hallo? Ich hab das Gefühl, hier ist nichts. Das ist doch fucking lange, der Scheiß, man. Kann ich währenddessen weg? Nein, ich muss draufbleiben. Ah, okay, got it. Aber, ich meine, okay, ich gehe stark davon aus, hier kommt da irgendwas anderes dazu, weil ich meine, selbst wenn ich ein Gegner wäre, ich gucke ganz nach rechts und links, dann bin ich doch eigentlich safe. So wie ich das verstanden habe. Aber er hat irgendwas gesagt, dass wir die ganze Geld reinbekommen, weil irgendwie bekomme ich nicht wirklich Geld rein. Bin ich noch sicher, wie das gemeint war. Na, wir werden sehen. Hallo? Ja, ich bin done. Oder? Great job. It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. What? There's a big party here Saturday, and you should view that day as your ultimate test. Okay. Make it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Samstag ist eine große Party und darauf müssen wir uns vorbereiten. Das ist die große Aufgabe. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Okay, ich muss die Teile von den alten kaputten Animatronics nehmen. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. Okay, ich muss mich entscheiden, ob ich die alten Animatronics behalte oder einfach wegwerfe. Then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it three times without damaging the hardware. Every use over three, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Ach du Scheiße. Okay, wir können das Ding entweder zurückwerfen und damit auf alles scheißen, oder wir machen einen Test mit dem Animatronic jetzt und können ihn dabei maximal dreimal tasern, damit er uns nicht angreift, während wir so eine Liste durchgehen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. Ach, Scheiße. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in 3, 2, 1. My left. Document results. Okay. Begin audio prompt Fuck in my 3, 2, 1. Ich traue der Scheiße absolut gar nicht gerade. Document results. That's bewegt. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ich trau der Kacke nicht, Mann. Document results. Ich hab den mal getasert. Ich weiß, ob es eine gute Idee war. Okay, es wird zurück. Ich weiß nicht, wie nah er mich ran darf oder so. Das ist das Problem. Begin audio prompt in 3, 2, 1.
Ich habe übrigens eben einmal Ja gedrückt. Ich weiß, ich glaube, ich hätte nicht drücken sollen. Vielleicht kann ich es nochmal korrigieren. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Darf ich einmal noch warten? Ich taser lieber wieder zurück, Mann. Ich bin mir nicht sicher, wie safe ich damit bin. Alles klar. Ich habe das beschissene Gefühl, wenn ich ein gutes Ende haben will, darf ich den nicht zu sehr kaputt machen. Alter, ist die Musik abgefuckt. Wieso geht das so lange? Document results. You have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Well done. Haben's geschafft. End tape. Wir haben, glaube ich, sogar nur zweimal getippt. Er will uns nicht enttäuschen. Okay, wir haben 27 neue Gäste. Ein bisschen Geld gemacht. Wir haben $500 durch das Ding bekommen. Das ist viel Geld. Und wir haben keine einzige Anzeige bis jetzt bekommen. Das ist schön. Okay, wir können beim nächsten Mal, wenn wir spielen, ein bisschen upgraden und neue Sachen kaufen. Vielleicht sogar schon neue Animatronics. Richtige. Ist irgendein richtiger dabei? Happy Frog. Mr. Hippo. Ned Bear. Pig Patch. Candy Carrot. Okay, die sind ein bisschen gefährlich, sehe ich gerade. Der hier, der Ned Barrett, ist der ein bisschen die Chance, dass er irgendwie töten will. Okay, das war die erste Nacht vom, ich glaube, Fazbear Pizzeria Simulator. Die Namen sind immer so weird. Okay, wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben da. Morgen wird in der zweite Party zu kommen. Ich versuche jeden Tag einen Tag oder eine Nacht. Ich weiß nicht genau, wie das aufgebaut ist. Ein bisschen weird. Auf jeden Fall jeden Tag ein bisschen was hiervon zu machen. Bis sie es geschafft haben, bis sie es durchhaben. Es ist ein bisschen. Ich finde diese Zwischensequenz, wo man die Animatronics immer überwachen muss, sehr gut gemacht. Die sind ziemlich creepy. Die anderen Sachen weiß ich noch nicht, wie die werden. Okay, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es bis jetzt überraschend gut. Und sehen uns auch beim nächsten Mal, Leute. Euer Crop Design. Bye bye.